Ich muss mir noch mal Essen einpacken. Ich futter mich jetzt einfach mal komplett voll hier. Klar. Echt, das ist ein Monsterberg. Das ist... Ja, das ist keine Insel, das ist nur ein Berg, der aus dem Wasser guckt. Würde mich nicht wundern, wenn da oben so ein Kran drin ist. Das wäre geil. Ach du Scheiße, wir müssen da echt unbedingt dran denken. Ja gut, Alk, die nächste Batterie ist fast leer. Dann wird das Ding nicht immer ausschalten. Guck mal da in die Kiste rein, die daneben ist. Ja, trotzdem, ich würde es nicht immer dauerhaft laufen lassen. Oh. So, ich habe ein fast leeres Inventar. Ich habe noch zwei Holzbretter. Den lege ich beim Holztopf nach. Jupp. So, jetzt habe ich ein komplett leeres Inventar und unten noch drei Slots frei. Ach du. Ich habe aber noch keinen Vogel gehört. Schon mal das erste Gute. Na dann. Das Ding ist echt mehr Berg als Insel, ey. Ja, gehen wir da lang als erstes. Ich muss die Flossen ausziehen. Ich komm. Boah, nee. So. Da läuft ein Vogel. Das ist ein Truthahn. Der macht nichts. Hier geht's nicht weiter. Ich gucke. Warum müssen wir das eigentlich unbedingt während der Nacht machen? Ja, gute Frage. Wir hätten uns eine Stirnlampe machen sollen. Hier ist Ananas. Nimm ich einfach mit. Ja, immer nimm. Ich habe 20 Mangos, 16 Mangos und 20 Dingsbums. Wie heißen die? Kokosnüsse. Warum hast du dir nicht das Haiessen mitgenommen, falls du helfen musst? Ich habe ein Schaf gehört. Hier hat gerade irgendwas gemäht. Mäh. Ich sehe aber nichts. Ich sehe dich auch gerade nicht mehr. Ach da. Ich bin hier. Ich habe auf jeden Fall was gehört. In der Aufnahme wird man es nicht hören, das war weit weg. Oder eine Ziege. Kann auch sein, die machen ja den Berg hoch. Gibt es hier Ziegen überhaupt? Na klar. Denkt man schon. Okay. Da muss doch was sein. Ah, oh, ich sehe meinen Lieblingsvogel. Achtung! Ja, ja, mach ruhig. Wenn er auf mich fixiert ist, ist er nicht so schlimm. Ja, hier unten ist auch einer. Der hat grad einen Stein geholt. Au. Natürlich hat er mich getroffen. Und mich. Was ist das für ein Aim-Vogel? Ich sehe den gerade auch halt nicht. Ich höre ihn auf jeden Fall. Unten hat schon wieder einen Stein geholt, der kommt zu mir. Wo bist du? Ich weiß es ja eben nicht, wo bist du? Da, ja, hier. Komm mit. Hier oben hast du richtig freie Fläche. Ich will den erledigen. Hier ist er, hier ist er, hier ist er! Der ist gerade auf dich gegangen, oder? Ach du Scheiße. Wo ist er? Da, der landet wieder hier unten. Wow. Hab ihn. Au. Ach du Scheiße, oben. Nee, hör auf. Solange die uns noch nicht angreifen, in Ruhe lassen.
Der Vogel macht mir nur gerade ein bisschen Angst hier. Wo ist der? Unten. Oh, scheiße, mein Bogen ist kaputt. Oh, der geht wieder auf mich. Was hab ich dem getan? Der soll eigentlich fast schon auf mich gehen, weil dann kann ich ihn besser abschießen. Ich habe ihn bisher einmal nur getroffen. Der ist da unten. Treffe ich wieder nicht. Oh, dafür ist er auch nicht schnell genug weg. Der soll, der soll. Ach du Scheiße, ich bin fast tot. Ja, du rackst auch sehr schnell. Ich hab ihn einmal mit dem Speer gehittet. Oh, hat mich nicht getroffen. Komm, lande hier oben, lande hier oben. Du Geier. Oh, ist er wieder unten, ne? Ich hab den Safe getroffen gehabt. Er landet. Holst du mich? Oh, bist du tot? Ja. Da bist du. Wie mache ich das jetzt? Mich aufheben. Und mich ins Bett tragen. Ja, toll. Erster Tod im ganzen Spiel. Kein Ding. Gehen wir dann andere Seite der Insel lang. Oder erstmal komplett unten, würde ich sagen. Weil ich denke mal, unten wird irgendwo eine Höhle sein. Also ich habe sowieso ja, da wo wir rumgegangen sind, hätten wir nicht weitergekonnt. War ja Ende. Doch, da ging's hoch. Wurde? Nicht dort, wo die freie Fläche war, sondern da, wo wir als erstes gestanden haben und du den Vogel entdeckt hast. Da ging es dann hoch, aber es ging halt auch die ganze Zeit unten lang. Wir können aber auch die andere Seite dann langlaufen. Wettrennen mit der Taube oder was das ist. Yay. Soll ein Adler sein. Nee, dieses laufende Etwas hier, was aussieht wie ein verkommener Dodo. Also. Ein Truthahn. Das war so arschklar. Jetzt brauchen wir echt Nico, der muss eigentlich Köder spielen. Okay, gut. Ich habe okay die Schwimmflossen an. Kein Wunder, dass ich so langsam im Wasser bin. Aber hier können wir dann erstmal wieder Holz ohne Ende farmen. Mhm. oben ist eine Taube gelandet. Doch. Wie heißt das? Taube? Möwe. Möwe. Oben ist eine Taube gelandet, geil. Lach nicht. Ich darf mich auch mal versprechen. Ich geh, kommst du dann auf die Insel? Ich geh mal rechts rum. Links rum, so. Oh, hier sind noch Ananas. Ananas macht Ananas. Ich bin gerade noch. Ja, ich guck hier erst mal rum. Aber hier kommen halt so Stein-Dinger aus dem Wasser raus. Zu dieser kleinen Mini-Insel. Mich würde echt reizen, was da drauf ist. Gut. Komm erstmal zu dir. Ja, ich gehe hier auf dieses kleine Mini-Steininsel-Gedöns. Ach ja, ich sehe dich da. Ich will wissen, was hier drauf ist. Auf jeden Fall im Wasser ist ganz viel Schrott. Willst du mich verarschen? Man kommt hier nicht hoch? Ist das vielleicht keine Insel zum Draufgehen? Man kommt definitiv nicht hoch. Oh, ich sehe da schon wieder diesen scheiß Vogel.
Willst du dich erstmal um das Ding kümmern? Ich versuche weiter die Insel hier zu erklimmen. Oh je. Yeah. Ich höre ihn. Ich habe auch eine Ahnung, wo der ist. Ich bin oben! Okay. Eine Kiste. Noch eine Kiste. What the fuck? Ich hätte nur untertauchen müssen bei der Insel. Hier ist in der Insel ist ein kleiner Minisee. Und da schwimmt irgendein dämlicher Fisch. Und ja, da du kommst von unten rein, aber hier unter Wasser, du findest hier wieder alles Mögliche. Oh je. Guck mal, der fliegt in der Luft! Ich weiß, habe ich schon gesehen. Die sind irgendwie ein bisschen verpackt. Ich habe ein bisschen Eisen, Seile, Glibber, Holz, Metallschrott und Scharniere bekommen. Ich will halt diesen scheiß Vogel loswerden. Ja, 17 Uhr jetzt. Nico wird nicht mehr kommen heute. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Der hätte aber. Ne, aber er hätte mir wenigstens kurz private Nachricht schreiben können. Wenn wir am Ende kommt da sowas, ja, ich hab's verpennt oder so. Naja, oder es ist wieder irgendwas dazwischen gekommen, Familie essen gehen. Ja, bis selbst dann, ich schreib ja auch, ich hab dir ja auch geschrieben. Ja, du hast mir ja schon Tage vorher Bescheid gesagt. Bloß es gibt halt auch Eltern, die sagen das erst an dem Tag, wo es ist. Ja, ich sag mal so, wenn es jetzt so was Wichtiges war, okay, dann verstehe ich das. Da geht natürlich Real Life vor. Au, der Vogel ist gerade bei mir. Und, aber wenn es jetzt was Unwichtiges ist, wie, ja, er hat sich hingelegt und gepennt und verpennt oder so, dann akzeptiere ich das natürlich mal nicht. Da hätte er wenigstens wirklich was sagen können, er, pass auf, ich bin müde, ich leg mich mal ein bisschen hin. Kann sein, dass ich verpenne oder so. Das wäre dann noch akzeptabel. Aber selbst dann, dann lege ich mich halt nicht pennen. Ja, das sind ja seine Folgen, die... Ja, genau. Also mir soll das egal sein. Also ich habe mich jetzt vor dem Vogelmann Sicherheit gebracht. Wenn du auf die große... Wenn du auf die große Insel kommst... Ich habe eine Kiste. Ich habe noch eine Kiste. Und ich kann nichts mehr aufsammeln. Wo bist du? Das habe ich dran. Geradeaus von unserem Schiff reingegangen. In so eine Höhle. Oh wow, da war eine Höhle. Okay. Ja, weil ich den Vogel hier habe. Ich dachte, den wolltest du umnieten. Oh, der versucht mich halt wirklich auszunocken. Oh, ich muss mal zurückkommen. Das habe ich auch schon. Und mein Inventar ist randvoll. Ich habe 2, 4, 6, 7 Slots noch frei. Also wenn du kapierst, ich habe halt keine Ahnung, wo du bist. Gleich auf der Insel oben. Hä? Ich kletter gerade den Berg hier einfach an der Seite hoch. Zumindest versuche ich's. Bin durch den offiziellen Weg. Langweilig. Aber muss ich machen, man kommt da leider nicht hoch. Au. Scheiß Vogel. Hast du keine Ruhe? Ah! 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 I! Ah! Weh! Hau ab! Was ist, Eik? Na, dreimal darfst du raten, was hast du vorhin gesehen, was du nicht abschießen solltest? Ach so.
Aber das sieht man doch, dass der dort ist. Nein! Was war ich dann? Warte, ich hoffe, der kommt die Treppe hier. Nein, er kommt die Treppe nicht hoch. Hä? Hier ist eine Ziege! Und hier oben ist schon wieder so ein gebautes Ding. Ja, bist du jetzt ganz oben? Gleich, ja. Und hier sind rote Bären. Ah, cool, brauche ich wieder langsam. Ein Busch, wow. Ist besser als kein Busch, ist mein Motto. Ja. Hier ist eine Kiste. Ja, das hatte ich alles schon im Inventar. Wow, das hat sich jetzt super gesteckt. Aber auf dem zweiten Berg geht's noch weiter. Wollt mir nochmal die Höhle zu Ende anschauen? Ja, mach ruhig, mach ruhig. Hier ist nochmal rote Bären. Hier sind Mangobäume hier oben. Und hier ist noch eine Kiste. Und ein Rezept. Fischeintopf. Habe ich schon. Also kann ich das rauswerfen. Yep. Nochmal zwei Melonen. Ja, dann hole ich dir mal ein paar Mangosamen, würde ich sagen. Jo, yep, gerne. Ja, kannst sowieso anfangen, alles abzuholzen. Ich habe keine einzige Mangosame gekriegt. Ah! Ich komme erstmal runter. Der Vogel. Geh doch mal den offiziellen Weg nochmal hoch. Ja, den bin ich ja auch hochgegangen. Dann zum Schluss. Aber ich bin schon wieder abgeschossen worden. Ich würde gerne die Ziege irgendwie einfangen. Ja, wie funktioniert das mit diesen Sammelnetzen? Erklär es mir. Kein, oh Gott, hier ist die Potsau. Es gibt ein Potwal, aber keine Potsau. Für mich ist das eine Potsau. Oh! Arschloch. Ach moin, Alk, ich bin unter dir. Ja, ich muss... Oh, ach du Scheiße, ich hab hier alles gerade bei mir. Boah, ey, ich werd schon wieder abgeballert von diesem Fickviech. Lass mich doch da hoch. Ich höre den Vogel gerade bei mir. Ja, der ist an mir schnurstracks vorbeigelaufen, aber ich habe ihn dann nicht geben können. Da ist noch einer! Ach du Scheiße. Da gibt es zwei von den Viechern. Eigentlich müsste man auch irgendwie ablenken können, wie den Hai. Dann erklär mir wir. Du opferst dich und ich farme. Aber mich lässt er jetzt in Ruhe. Ich bin am Floß und ich werde in Ruhe gelassen. So, ach nee, oder? Doch. Ich bin den offiziellen Weg hochgegangen, da hab ich so ein Viech erwischt. Ja, weil ich... Komm gleich. Warum will ich nicht vom Floß? Weil ich keinen Bock habe, dass mir immer irgendein Idiot retten muss. Ich komme gleich. Und das noch. Rettungsaktion Darko, yay! Bist du weit oben? Von unserem ursprünglichen Plateau aus, wo er das erste Mal angegriffen hat, noch eine Phase höher. Ah, okay, da weiß ich ungefähr wo. Und Achtung, da ist ein Wildschwein irgendwo. Die Potsau. Ja. Den habe ich gut gehittet, aber dann war es das halt auch.
War eigentlich noch irgendwas in der Höhle dann drinnen? Nur die zwei Kisten. Warte mal, in der Höhle findet man doch Erde. Erde für Tiere. Tiere brauchen wir nicht. Wir ernähren uns von Obst. Hi, Piepmatz. Oder Gemüse. Ja doch, Tiere, hä? Fleisch und so weiter. Ja, und Leder für Rüstung. Das müssten wir uns vielleicht mal bauen. Ich glaube, ich habe eine Rüstung, ehrlich gesagt. Oder ich hatte eine. Du hattest eine und hast uns keine gemacht? Ja, dann die gehört oder auch eine. Du auch? Nee, ich hatte immer nur, das Tauchergedöns. Dann wahrscheinlich deswegen, weil du kannst nicht beides anhaben. Ja, aber ich habe auch so nie eine Rüstung irgendwie in der Kiste gesehen für mich. Hi, Piepmatz. Das heißt, wir dürften eigentlich gar kein Leder mehr besitzen. Doch, ich habe schon heute welches in der Kiste gesehen. Ja. Ich muss erstmal gleich schauen, ob ich überhaupt eine Rüstung anhabe, bevor ich jetzt irgendeinen Quark erzähle. Aber ich war der Meinung, wir hätten schon welche gebaut. Ich bin der Meinung, Nico hat damals oder nur... Oder Nico hat nur für sich eine gebaut. Ja, weil Nico hat uns das Taucherzeug gemacht, dann hat er sich ein Fernglas gemacht, hat uns eine Stirnlampe gebaut. Und das war's. Und dann hat er sich ja um das ganze Elektrozeug gekümmert. Den Motor, Lenkrad... Das weiß ich. Weil so viele Tiere zum Töten hatten wir ja noch nicht. Ich glaube, da brauchst du ordentlich was an Leder. Ich schau gleich einfach mal nach. Ich muss ja eh eine Zeit lang regen, weil ich ja kaum Leben habe. Dann kannst du erstmal wieder weiter auf die Insel. Da gibt's gerade eben sowieso nichts für mich. Ich muss das mein Inventar zu Ende leer machen. Bären, hier mal wieder ein paar Samen, Wassermelone und Ananas. Ananas macht Ananas. hier war Glibbery Ditch drinne und Lee. Wo ist unser Forschungstable an? Unter der Treppe unten. Und dahinter steht. Alles unter der Treppe. Ach, ich weiß, was fehlte. Wolle. Darum haben wir es noch nicht. Okay, können wir eine Schere craften? Werkzeug, ja. Schere, Metall, Scharniere, Schrott. Das. Ich mach uns jedem mal eine, oder? Ich brauch keine, ich mach gerne. Nee, okay. Aber wo finden wir jetzt Schafe? Wahrscheinlich nicht auf der Insel, dann sind wir noch nicht so weit fortgeschritten im Story-Bereich. Komm mal her, ich will mal was testen. Wo bist du denn? Oben? Ja. Yep. Schade, ich dachte, ich kann dir die Haare schneiden. Aber dann müssen wir ja trotzdem erstmal Tiere reinfangen. Die rennen doch alle weg von mir. Ja genau, und diesen Netzwerfer haben wir ja noch nicht rausbekommen, wie das funktioniert. Wo ist der überhaupt? Lass mich raten, den hat Nico. Ja. Der ist hier unten in keiner Kiste drin. Den hat Nico. Oh, ich hab den Grund, wieso wir das nicht machen konnten. Dafür brauchen wir ja den Netzkanister und dafür brauchen wir explosives Pulver. Und das haben wir jetzt. Explosives Pulver hatten wir doch. Ne, wo denn? Das hat doch der Nico-Klug immer gefunden gehabt, aber hat der das dann nicht. Nee, der wollte es die ganze Zeit finden. Ich weiß nur, dass er es die ganze Zeit finden wollte, aber es nie gefunden hat. Okay. Ja. Batterieseilschrott.
Und irgendwie stört mich sowieso, dass die Möwen nicht oben an die Nester gehen, weil wenn sie es tun würden, würden wir Eier kriegen, für das ich eine Heilsalbe herstellen kann. Aber die wollen da nicht rein. Müssen wir vielleicht noch irgendeine Art Köder reinlegen? Nee, eigentlich war es immer nur genügend Abstand halten. Und scheinbar tun. Was ist denn das? Ein Beehive. Ein Bienennest? Ja. Lol. Rucksack ist nicht nur hübsch, sondern vergrößert auch dein Inventar. Brauchen wir Wolle dazu. Brauchen wir überall Wolle dazu. Da brauchen wir Honigdingsbums. Heilsalbe. Wiese. Und Antenne. Ja, ach, die haben wir schon gelernt. Das haben wir auch gelernt. Lol, haben wir schon viel gelernt. Mhm. Ich hätte gesagt, Nico. So, Oh, ich mach das einmal hier hin. Ich hatte die Frage, wollen wir jetzt beide zusammen auf diesen scheiß Hauer gehen? Damit der weg ist? Ja, der spawnt doch sowieso wieder. Ja, aber dann haben wir die Zeit, da schnell hochzugehen. Ich war ja schon ganz oben. Auch auf beiden? Ja. Da sind halt jetzt wirklich nur noch Bäume. Also dann gehe ich immer los. Aber nee, wir brauchen den Hauer ja wegen Leder eigentlich. Ja. Geil. Was denn? Ich habe unser Boot ein bisschen dekoriert. Was hast du jetzt so angerichtet? Ich habe Trophäenhalterung gebaut. Aus Leder. Nein, aus Holz und Nägeln. Und jetzt haben wir hier einen Keilerkopf und einen Hauerkopf drinne hängen. Das geht ja noch. Das sieht aber recht putzig aus, wie groß die Köpfe sind. Und oh, ich muss die Folge beenden. So.